Moin zusammen, wir gehen jetzt mit dem 7,5 in eine Random Map und Tanglewood hat gewonnen. Und dann gucken wir mal, ob Kiki uns jetzt wieder hören kann. Schlingelholz. Schlingelholz, Einfahrt. Also, vorbereiten? Sicher. Rein da. Rein da. So. Dann schauen wir mal nach Verstecken. Du hast ein Versteck. Blaues Zimmer. Wer ist im blauen Zimmer? Nee, Versteck im blauen Zimmer. Ach so, okay. Boah, Anna hat mich gerade erschreckt. Mensch, Küken, du erschreckst dich auch nur vor uns, ne? Ja, die sah so aus wie ein Geist. Knochen in Utility bei dem Trockner und der Waschmaschine und Versteck in der Garage. Ghosty Goo, where are you? Ghosty Goo, are you here? Give us a sign. Hello? Ghosty Goo, are you here? Versteck im Keller? Ghosty Goo, Geist ist auch im Keller. Breaker ist aus. Ah ne, Licht ist aus. Ach so, okay. Okay, Speckraum bauen wir dann zum Flur rüber. Wozi habt ihr schon für unten, ne? Okay. Ja, liegt dran. Kamera habe ich auch unten liegen lassen. Okay, perfekt. Wir brauchen noch eine Videokamera hier unten. Ich baue schon mal den Ghost Highway auf. Was tun wir hier? Videokamera kommt, Lampe bringe ich auch nach unten und Schallsensor auf. So, dann bauen wir mal hier auf. Ja, wenn die im Keller sind, ist es manchmal ein bisschen schwer, die zu finden, weil man hört ewig nichts. Hat er noch ein bisschen extra Salz da unten? Wir können noch kurz hier nebenbei auch einen kleinen Ghost Highway bauen. Ja, ist das im Keller, Kiki? Du kannst die Kamera hier irgendwo hinstellen. Kellergeist. Ja, ein Kellergeist. So, bauen wir hier mal Versteckchen auf. Versteckchen, Speckchen. Okay, kein Raid. Ihr könnt einen der Glowsticks unten in den Keller packen, dann könnt ihr das als Ersatzversteck benutzen. So, den hier packe ich mal hier rein. Okay, Fotos sind schon voll. Ich habe natürlich eins für das Geisterfoto freigegeben. Kiki, wenn du willst, kannst du hier auch nachher einen Polti Highway schon mal hinbauen. Also der wirft sehr viel. Könnte eventuell ein Poltergeist sein. Okay, dann bringe ich dir gleich mal ein paar Items darunter. So. Dann schnappen wir uns mal ein paar Items für den Geist. Kiki, kannst du nach der Sanity dann kurz schauen gehen? Ich bringe kurz Items dann runter. Küken, guck mal, hier unten ist ein Smudge bei der Laterne für den Notfall. Ja. Ich schmeiße immer einen Smudge jetzt da rein. Genauso wie beim Revenant. Ja, du kannst dich hier im Keller auch verstecken, ne? Da ist ein Versteck da hinten, deshalb habe ich es markieren lassen. Kann ich hier anklicken? Ja, das haben die jetzt endlich geändert. Du kannst die Lampen jetzt ein- und ausschalten, wenn sie nicht in deiner Hand sind. Viel besser, so wie es früher war. Das gilt auch für die Spirit Boxes. Oh, der ist gerade hochgelaufen. Hat er gerade ein Event gemacht? Oh, da hat er was geschmissen. Ja, der hat gerade hier oben bei mir ein Event gemacht, glaube ich, als ich hier Items am Reinschaffen war. Ja, ich habe gerade ein Event abbekommen. Ich schmeiß mal ein paar Items auf hier vor. Deine ist jetzt bei 73. Achte mal drauf, ob ihre Sanity runtergeht.
Ja. Kann nicht sein. Ja, ruhig, Madame! Nein, war ein Event. Geisterfoto! GZ-Küken! Boah, ey! Sie ist gerade auf das Küken gesprungen. Ja, echt, ey. Gerade dann, wenn ich nicht volle Aufmerksamkeit. Ja, das machen die immer. Wenn du gerade mal die Hand von der Maus nimmst oder so, machen die das öfter. Oh, Schaukelstühlchen. Ja. Warte mal, was war das gerade für ein Geruch? Wie müssen wir die Dose hier werfen? Ja, die klingen jetzt anders, ne? Die Spraydosen. Krass, ey. Lustig. Auch die Tassen, wirf mal eine Tasse, die klingen jetzt auch ein bisschen anders, die Tassen da. Hand, komm zu mir, ich hab einen Smudge. Die haltet. Ja, wir sind schon weg, wir sind schon oben. Achte mal auf die Würfe. Na, das ist zu lasch. Nee, das ist kein. Aber vielleicht Oni? 6,35. Merken wir uns mal. Hat sie Line of Sight Beschleunigung gehabt oder nicht? Das ist Krabbelgeist. Nee, es ist Bendy Back. Halbkrabbelgeist. 7,5. Ja, 8,5. Ja, so ein bückender Geist. 9,35. Wie ist durchschnittliche Sanity? Nee, ja, das ist. 60. Early Hunter dann. Ja. Okay. Ach scheiße, wir müssen dann auf Onryo testen, ha? Huh? Haben wir geredet? Wir haben geredet, ne? Wir müssen auf jeden Fall auch noch auf Yokai testen. So, das sind jetzt hier alle möglichen Early Hunter. Eine Kamera ist schon unten wegen Orbs, ne? Ja, hab ich schon reingestellt. Okay, perfekt. Ihr könnt ja mal nach Orbs schauen. Wir lassen mal hier unten das Licht was aus. Küken ein bisschen mal auf Banshee gleich testen. Wie ist die dem Kruzi ausgewichen? Ich glaube nicht, dass das ein Demon ist. Wohin hat sie die Tasse geworfen? Die ist hier hinten am Sofa. Ja, beruhig dich, Madame! Bleib da unten! Mensch, hey, lass die Kerze an! Böse! Shit, die ist noch hier, Vorsicht, die ist noch hier oben. Ich hab die mit nach oben gezogen, das war eigentlich ein Fehler, hätte ich nicht machen sollen. Hier ist das Licht an, offiziell, wenn sie hier oben ist. Okay, jetzt geht sie runter. Okay, keine Reaktion aufs Licht. Küken, du kannst ja auch mal auf Meer zwischendurch testen. Ich bleibe mal auf dem Kruzi hocken. Ja. Ich scheiß mir hier unten gerade in die Hosen, aber ich muss ja auf Onryo testen. Die wirft aber schon brutal hier. Okay, Onryo ist raus. Ja, sie hat es gerade angeknabbert. Oh, no. Moin. Also es ist kein Onryo. Du siehst, die Kerzen sind an. Ja. Das heißt, es ist ein... Könnte mehr sein. Mehr oder... Ja, Raichu kann ja nicht mehr sein, weil sie ja normal schnell war, ne? Kiki, du sagtest, wir sind jetzt unter 50, ne? Wir müssen mal auf Yokai noch testen. Ja. Stimmt, der schöne Yokai. Kommt mal in die Garage. Wir können es hier in der Garage testen. Dann machen wir hier einfach die Tür zu. Das Kruzi müssten wir noch rausholen. Küken, lass uns schnell das Kruzi holen. Ich komme mit dem Smudge. Was ist das? Okay, leg's in die Garage. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf Yokai testen, dann, wenn sie jetzt gleich wieder huntet. Kiki, du kannst mal nach den Orbs gucken im Raum, aber ich glaube nicht, dass wir einen Mimic haben. Kannst aber trotzdem mal schauen. Ja.
Küken, komm eins zurück. Komm ganz in die Garage, ist sicherer. Ghosty Goo! Ghosty Goo! Ghosty Goo! Ghosty Goo! Yokai! Gut, dass wir das testen. Ist eindeutig ein Yokai. Jetzt kommst du doch. Smatsch du? Smatsch du? Smatsch du? Ich heb meinen noch auf. Wenn sie jetzt rausläuft, teste ich gleich nochmal, ob sie hierher kommt. Ich war schon am Weglaufen. Deswegen war ich nicht. Der ist sowas von eingebildet. Du bist auch eingebildet. Geht ihr ruhig schon mal raus. Ich werde nochmal einen Yokai-Test zur Sicherheit gleich nochmal machen, nur um sicher zu gehen. Kiki, achte du dann gleich mal darauf, wie lange der Geist braucht, um zu mir zu kommen, okay? Und wie er darauf reagiert, auf meinen Krach, den ich mache, okay? Okay, auf Skalle dort. Okay, dann machen wir jetzt gleich nochmal einen Yokai-Test. Ich werde mich dann hier hinstellen und sie hinrufen. Also ich werde mich hier im Eingangsbereich hinstellen, hinter die Wand bei Nancys Zimmer und B drücken. Und achtet ihr mal auf den Kameras da drauf, ob sie schnurstracks zu mir rüberkommt. Oder ob sie länger braucht, um mich zu finden. Ich glaube, ich hole noch den zweiten Smatsch nur zur Sicherheit und noch einen Salz. Kann ich das hinter mich legen? Okay, dann warten wir mal auf den letzten Hand. Hand, Hand, Hand! Ghosty Goo, come here! Ghosty Goo, over here! Ghosty Goo, over here! Ghosty Goo, over here! Ghosty Goo, come here. Come here. Ghosty Goo. Ghosty Goo. Okay, Kiki, wie hat sie sich verhalten auf der Kamera? Hat sie einfach nicht gejuckt, oder? Okay, dann haben wir einen Yokai. Dann können wir mit Yokai fahren. Gut, dass wir den nochmal getestet haben. Sonst wäre das gleiche passiert wie letztens mit dem vermeintlichen Demon. Na, wisst ihr Bescheid. Wo ist denn Anna? Anna, sie huntet gerade nicht. Kannst du nicht rauskommen? Ich komme mal mit dem Smudge zur Tür rüber. Das war jetzt knapp. Da hat sie Glück gehabt. Alter! Boah, der Geist hat der Anna die Tür auf das Brötchen geklatscht. So was Gemeines. Ja, die hat... Ja, Alter. Guck mal, die hat kurz gehuntet und hat gesehen, scheiße, das ist ja doch keiner da, dann hör ich wieder auf. Alter, das war knapp. Das sah jetzt aus, wie du durch die Tür so gerade noch durchgekommen bist, ey. Wie auch immer, dass ich überhaupt noch durchgeschafft habe, ja. Ja, manchmal schafft man es so gerade durch diese unsichtbare Wand. Hast du mal Glück gehabt, ey. Okay, ja, dann Yokai eintragen und abwarten. Yokai? Yokai? Das ist aber krass. Okay. Gut, dass wir es jetzt nochmal doppelt gecheckt haben. Also wenn ihr so einen vermeintlichen Early Hunter habt, checkt immer nach Yokai, vor allen Dingen, wenn ihr den Voice-Chat vom Spiel benutzt. Ach ja, den wollen sie übrigens auch bald irgendwie wohl verbessern. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Da soll angeblich auch nochmal ein Patch zukommen. Wir sind jetzt im Moment bei der Version 10.0.0.1. Das heißt, es wäre dann die 2. Das ist ja lustig. Ich habe einen 3-Sterne Geisterfoto, die Daily, und die schieße 3-Sterne-Fotos, also die Weekly. Beides gleichzeitig. Ja, cool. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.